Es sind einige Neueinwanderer. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Ich habe vier Neuzugänge, die ich euch gerne zeigen möchte. Also ihr Lieben, schnappt euch eine Tasse Tee oder ein Glas kalten Tee. Macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Also ihr Lieben, wartet mal, jetzt muss ich mal kurz sortieren. Drei Bücher von den vier Neuzugängen sind aus dem Fester Verlag, was witzig ist, weil ich vor kurzem erst drei Bücher im Juni beendet habe aus dem Fester Verlag. Ihr wisst ja, dass ich da dieses Abo habe, das sage ich auch irgendwie jedes Mal. Allerdings ist nur ein Buch, und zwar das, was ich euch gleich zeige, aus der Must-Read-Rubrik, die habe ich ja abonniert, ja, weil ich finde, dass bislang jedes Buch aus der Must-Read-Rubrik ein Highlight für mich ist, etwas ganz Besonderes. Ich bin gespannt, wie lange das noch so bleibt. Und zwar habe ich von Linda Barry Cruddy ein Leben wie Dreck bekommen. Ja, ihr kennt diese Abo-Geschichte, ne? Immer wenn in der Must-Read-Rubrik ein neues Buch erscheint, dann bekomme ich das zugeschickt und der Betrag wird eingezogen. Hier geht es um Roberta und wenn ich das richtig verstanden habe, bewegen wir uns hier auf zwei Zeitebenen. Einmal aus Robertas Kindheit und einmal zu der Zeit, in der Roberta 16 ist, ist natürlich immer noch nicht wahnsinnig alt, aber auf diesen beiden Zeitebenen bewegen wir uns. Roberta hat eine ganz schwierige Kindheit. Ihre Mutter kümmert sich überhaupt gar nicht um sie. Ich weiß gar nicht, ob die Mutter überhaupt anwesend ist, hat auf jeden Fall kein Interesse an Roberta. Und ihr Vater, also pädagogisch gesehen, ist er tatsächlich unterste Schublade, der. Das geht jetzt aus der Kurzbeschreibung nicht hervor, aber ich habe mir einige Bewertungen durchgelesen, spoilerfreie Bewertungen, und daher weiß ich, dass der Vater ein ziemlich brutaler Typ und Mörder ist. Er behandelt Roberta auch ganz, ganz schrecklich. Ja, und Roberta muss eben mit 10 Jahren schon erwachsen werden. Also das sorgt auch dafür, dass Roberta in den späteren Jahren sehr, wisst ihr, wenn man Kindern so eine furchtbare Erziehung angedeihen lässt, dann man erntet, was man sieht, ja. Ja, so ist es bei Roberta auch und ich bin sehr gespannt. Das soll eine sehr emotionale Geschichte sein. Der Schreibstil soll sehr gewöhnungsbedürftig auch sein. Das finde ich ja immer sehr herausfordernd und sehr spannend. Gewöhnungsbedürftig, aber nicht im negativen Sinne, ja. Das soll eine sehr emotionale Geschichte sein, eine sehr tiefgreifende Geschichte. Hier steht auch ein Werk voll schrecklicher Schönheit und, Moment, achso, das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, das reizt mich natürlich auch sehr, ne? Der vielleicht dunkelste Coming-of-Age-Roman, der bisher geschrieben wurde. Mit der Fähigkeit, die schrecklichsten Szenen urkomisch erscheinen zu lassen, ist Cruddy eine atemberaubende Leistung der Autorin. Ja, das habe ich auch gelesen tatsächlich, dass hier teilweise auch echt Tränen gelacht wurden von den LeserInnen. Bin sehr gespannt, ne? Bislang ist es wirklich so, dass jedes Buch aus der Must-Read-Rubrik ein Erfolg bei mir war. Selbst die Bücher, von denen ich das nicht denke. Zum Beispiel, ich gucke gerade mal so hin, Vollgas und Strange Weather. Ja, das ist ja so, da musste ich mich ja überwinden, das zu lesen und dann auch zu hören. Ich verlinke euch mal den Lesemonat, wo ich die beiden Bücher bespreche, hier oben in das i, falls ihr drauf klicken wollt. Wenn nicht, könnt ihr es auch lassen. And then, my friends, habe ich mir ein Buch geholt. Das ist nicht aus der Must-Read-Rubrik. Damit, breche ich mein Nicht-Kaufabkommen. Brechen tue ich es ja nicht. Ich habe ja kein offizielles, ich kaufe nichts mehr, Abkommen mit mir selbst geschlossen. Ich möchte es aber sehr einschränken. Dieses Buch habe ich mir dennoch gekauft. Die zwei Bücher, die jetzt gleich kommen. Weil das wieder ein Teil der Leserunde wird, weil mich diese Bücher unheimlich reizend. Diese Bücher, die ich euch gleich zeige, sind aus der Rubrik Pulp Legends. Das ist eine Rubrik, die zeige ich euch nicht häufig. Habe ich euch noch nie gezeigt. Und von der habe ich auch noch nie gesprochen, weil mich das immer nicht betroffen hat. Die Bücher aus der Rubrik gibt es nur im Fester Verlag. Die gibt es nirgendwo anders. Die sind limitiert und Political Correctness braucht man da auch nicht erwarten. Das Buch, das ich meine, ist Blackwater Band 1 von Michael McDowell. So sieht es aus. Das wurde geschrieben ursprünglich 1983, wurde das veröffentlicht.
In Amerika, ja. Ich finde die Aufmachung sehr, sehr schön. Also ich finde das Cover sehr schön. Sieht so ein bisschen antik aus irgendwie, ne? Beziehungsweise als würde es antike Themen behandeln. Ja, das sieht doch so aus wie sehr antik, oder das hier oben könnte schon fast so ein bisschen kultartig aussehen. So, mit Kult meine ich Sekte. Gefällt mir sehr gut. Und hinten, das finde ich auch sehr spannend, haben wir einmal hier dieses Kleeblatt und hier ein Neugeborenes, wo noch die Nabelschnur dran ist. Und hier diese Bäume. Keine Ahnung. Und die beiden Augen. Also dieses Cover ist großartig, wirklich großartig. Das ist eins der besten Cover aus dem Fester Verlag, wie ich finde. Hier geht es um, Leute, ich glaube, das muss ich euch vorlesen. Ich kann das gar nicht zusammenfassen. Ohne ISBN limitiert auf 999 Exemplare, exklusive Vorzugsausgabe. Ja, ich lese euch mal vor, was auf dem in der Kurzbeschreibung steht, weil das ist das einzige, das ist mein einziger Anhaltspunkt und da könnte ich jetzt nicht zusammenfassen. Blackwater erzählt von dem verschlafenen Perdido in Alabama und den Schrecken, die Eleanor über die Familie Casquet und die Stadt bringt. Die mysteriöse Fremde, die bei einem Hochwasser am Ostersonntag 1919 in Perdido erscheint, wirkt liebenswürdig und charmant. Aber Eleanors schönes Äußeres verbirgt ein schockierendes Geheimnis. Im Wasser des Perdido-Flusses verwandelt sie sich in etwas, über das die Einwohner schon seit Generationen Geschichten erzählen. Dieses Buch, und das hier ist der zweite Band, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Hier ist, wartet mal, hier ist die Folie noch drauf. Das Buch möchte ich gerne wieder lesen mit Jenny und Julia. Und wenn Lisa Bock hat, dann auch mit Lisa. Ja, irgendwie, also Jenny, Julia und ich, wir sind so die Fester Buddy Reads Mädels. Wir lesen alles von Fester, das finde ich sehr spannend. Vorzugsweise von Laura Purcell, aber Hauptsache Fester, ne? Das ist der zweite Band. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist so ein altes Haus. Und hier ringsherum. Hier sind Totenköpfe. Und hier sind, I don't know, lauter Frauen. Diese Cover sehen echt toll aus. Ich finde die sehr, die verbergen so viel. Das Ganze ist auch limitiert auf 999 Stück, hat sehr gute Bewertung, sehr, sehr gute Bewertung. Also ich bin da wirklich wahnsinnig gespannt drauf. Das ist auch das nächste Buch, das wir lesen möchten. Das nächste Buch, das ich euch zeige, das habe ich mir gekauft, weil mich die Originalgeschichte wirklich sehr interessiert. Viele Geschichten wurden ja verändert. Ja, sowas wie, also eigentlich alle Grimm-Märchen wurden verändert, wurden kinderfreundlich gemacht. Oft auch, wenn Disney mit dabei war, ja, dann sowieso. Ich bin ein relativ großer Fan von Peter Pan, obwohl groß übertrieben ist. Ich bin ein Fan von Peter Pan, von dieser Grundidee von Peter Pan, sagen wir es mal so. Ja, die verlorenen Jungs und dieses nie erwachsen werden, auch nie erwachsen werden wollen, das Niemalsland und so weiter. Ja, das ist für mich auch immer so eine kleine Metapher für etwas, das ist so ähnlich wie bei Alice im Wunderland. Jetzt gibt es ja bei Peter Pan die kinderfreundliche Geschichte und die Originalgeschichte. Und ich möchte gerne die Originalgeschichte lesen und die habe ich mir auch geholt. So sieht es aus. Allerdings habe ich schon gesehen, das ist eine neue Übersetzung. Ich hoffe, dass die nicht zu viel kaputt übersetzt. Ich will auch nichts Falsches sagen oder ich will hier niemanden irgendwie auf den Schlips treten, aber ich bin schon sehr daran interessiert, an dem, dass die Übersetzung sehr am Original ist. Ja, denn Peter Pan soll ja eigentlich auch eine ziemlich kinderunfreundliche Geschichte sein, im Original. Ja, damit werde ich mich mal im Herbst beschäftigen. Das wird eines meiner Herbstbücher werden. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Lässt die Kurzbeschreibung schon irgendetwas erahnen? Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Wir lassen uns mal überraschen. So, ihr Lieben, das waren meine Neuzugänge der letzten Monate. Ich muss mal sagen, dass ich das richtig toll mache. Muss ich auch selber loben dürfen, ja? Ich habe mir ja kein Kaufverbot auferlegt, aber ich möchte schon mein Konsumverhalten immer sehr bewusst, mir meines Konsumverhaltens, was Bücher angeht, sehr bewusst werden, ja? So, das klappt eigentlich auch ganz gut, weil ich einfach genug Bücher habe, die ich hier noch lesen kann, ja? Und die mich auch interessieren. Jetzt möchte ich von euch natürlich wissen, ob ihr die Originalgeschichte von Peter Pan kennt.
Habt ihr die vielleicht sogar? Habt ihr die schon gelesen? Und wenn ja, wie findet ihr die? Unterscheidet die sich sehr von dem, was man so kennt, was diese Disney-Version ist? Das könnt ihr mir mal beantworten. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao.